Im ersten Teil unserer Ultima-Historie haben der Jochen und ich die Anfänge der Rollenspielserie beleuchtet. Im zweiten Teil schauen wir uns jetzt ihre moderneren Zeiten an und leider auch ihr Ende. Und außerdem haben wir beim letzten Mal ja versprochen, dass wir uns dieses Mal das beste Ultima angucken, das interessanteste Ultima angucken und das Ultima angucken, für das sich Richard Garriott am liebsten immer noch an den Füßen aufhängen würde. Ja, aber welches Ultima genau welches ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Meine nicht. Okay. Los geht's 1992 mit Ultima Underworld, The Stygian Abyss. Das musst du doch noch nachlesen, wie man das ausspricht, oder? Stygian musste ich vorher nachschauen. Genau. Ja, sag du doch mal was dazu. Ultima Underworld, das ist ja eher deine Baustelle. Es stimmt, das ist tatsächlich das erste Computerspiel, das ich jemals in Farbe gesehen habe. Weil vorher hatten wir nur einen Schwarz-Weiß-Monitor, das war das erste farbige. Total toll. Rote Fledermäuse, nicht gut. Graue Fledermäuse, gut. Und es ist tatsächlich auch ein technisch beeindruckendes Spiel gewesen für damalige Zeiten, denn es hat die Levels in flüssigem 3D dargestellt, indem man auch nach oben und unten schauen konnte. Das diente ja auch als Inspiration für id Software. John Carmack hat damals eine ziemlich frühe Demo-Version von Ultima Underworld gesehen und gesagt, hey, ich kann eine Engine programmieren, die schneller rendert. Und das Ergebnis können wir jetzt leider nicht sagen, weil es sowas von indiziert ist. Indizierter geht's gar nicht mehr. Stimmt, es hat was mit wild lebenden Hunden und Felsen zu tun. In 3D. Richtig. Und Ultima Underworld war auch eins der ersten Spiele, die tatsächlich eine Physik-Engine hatten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gegenstand auf den Boden gelegt habe und der hatte so einen leichten Abschuss, dann ist der halt runtergekullert. Das war für damalige Verhältnisse absolut revolutionär in dem Genre. Das war sehr vieles in dem Spiel revolutionär. Es war ja auch ein Action-Rollenspiel eigentlich, so wie man es heute erkennt aus der Ego-Perspektive, wie zum Beispiel jetzt Skyrim. Und die Leute haben sich dann damals gefragt, ist das überhaupt noch ein Rollenspiel oder ist das schon ein Action-Adventure? So viele Rollenspielelemente hat es ja dann gar nicht mehr. Okay, man findet neue Ausrüstung, was Charakter ist. Das Thema jetzt nicht übermäßig komplex. Ich habe das damals richtig gerne gespielt. Ich ja nicht. Das muss ich ja aus der heutigen Sicht echt zugeben. Ich war ja damals so 13, 14 Rollenspiel-Snob vor dem Herrn. Und ich fand diese ganzen Ultima Underworlds und wie sie nicht alle hießen, das waren ja so raffiniert getarnte Action-Adventure. Also heute wird man gar nicht mehr darüber diskutieren, dass das ein Rollenspiel ist, aber zur damaligen Zeit was wirklich so eine Glaubensfrage. Ist das noch ein Rollenspiel oder ist das ein Action-Adventure? Ich könnte heute noch so viele Geschichten drüber erzählen. Da gibt es ja zum Beispiel die Lizardmen, also so eine Echsenrasse, deren Sprache man im Spiel lernen musste, indem man mit einem stummen Gefangenen der Echsenmenschen spricht, der einem dann deren Fremdsprache in Zeichensprache beibringt. Und Bika Jeschor Glick, das weiß ich heute noch, heißt Hallo mein Freund. Okay, dafür also, konnte ich ja das Runenalphabet der normalen Ultimas auswendig. Oh, das ist auch nicht schlecht. Interessant ist auch die Entstehungsgeschichte hinter Ultima Underworld. Das wurde ja ursprünglich gar nicht von Origin entwickelt, sondern von Blue Sky Productions, aus denen dann später Looking Glass wurde, also Studio, das unter anderem Thief und System Shock gemacht hat. Und Origin hat dann einen Prototypen gesehen, der Underworld hieß, und das Spiel kurzerhand eingekauft und in Ultima Underworld umbenannt, eine Avatar-Story drüber geflanscht, damit es in das Ultima-Universum passt. Wobei, noch interessanter finde ich eigentlich den Punkt, dass Origin am Anfang gar nicht so richtig an den Erfolg von diesem Projekt geglaubt hat. Also was man jetzt heute so hört, haben die den Programmierern einen Vorschuss von $30.000 gegeben. Am Ende hat dann Ultima Underworld $400.000 gekostet. Selbst für damalige Verhältnisse war das noch ziemlich billig. Wurde sogar teilweise von den Programmierern selbst mitfinanziert und wäre mehrfach beinahe eingestellt worden, weil halt Origin wirklich nicht geglaubt hat, dass daraus was wird. Bis dann am Schluss ein gewisser Warren Spector die Produzentenrolle übernommen hat und das Ding dann quasi in Crunchtime durchgeprügelt hat. Warren Spector übrigens taucht auch im Spiel auf. Es gibt nämlich einen Spector, also einen Geist namens Warren. So arg erfolgreich war das Spiel am Anfang gar nicht. Marketingmaßnahmen wurden sogar zurückgeschraubt, weniger Werbung. Aber dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben sie doch weltweit so 500.000 Stück verkauft, was ganz ordentlich ist. Übrigens, das Schönste für mich an dem Spiel war ein Exploit, den wir rausgefunden haben, mein Bruder und ich. Nämlich, dass man Zaubertränke und Schriftrollen mit Feuerbällen einäschern konnte und die Asche hatte dann immer noch die Wirkung des entsprechenden Tranks oder der Schriftrolle, ließ sich aber unendlich oft benutzen, konnte man dann unendlich oft die Zeit anhalten. Ultima Underworld war auch das Spiel, mit dem ich tatsächlich Englisch gelernt habe damals, weil da wusste ich dann, dass Slug zum Beispiel Schnecke heißt und Freeze Time Zeit einfrieren. Und nach Ultima Underworld kommen wir jetzt zum fast besten Ultima aller Zeiten. Davon haben wir zwar das letzte Mal noch nichts versprochen, ist aber so, nämlich Ultima 7 The Black Gate. Mein Lieblings-Ultima, das Beste kommt gleich. The Black Gate war das letzte Ultima, bevor Origin von EA übernommen wurde. Das passierte so im September 1992. Es gab ja auch viele Seitenhiebe auf EA, die ja schon damals so eine Art böses Spiele-Imperium waren, wie heute ja immer noch. Zum Beispiel kam im Spiel ein Killer-Pärchen vor, das Elizabeth und Abraham hieß, kurz E und A. Und drei Generatoren, die der Avatar im Laufe des Spiels zerstören muss, um den Einfluss des bösen Guardian zu brechen, bilden die Form des damaligen EA-Logos. Ach, überhaupt der Plot von diesem ganzen Spiel?
Das Lustige war ja, wenn du die vorigen Ultimas gespielt hast, dann hatte der eine Tiefe, die seitdem fast kein anderes Spiel mehr erreicht, weil du kommst halt wieder nach Britannia, du weißt nicht so ganz genau warum, Lord British sagt, der hat dich ja gar nicht gerufen, was ist hier eigentlich los? Und du stellst halt fest, dass sich deine Sekte, nämlich die Fellowship, breit gemacht hat, die lehnt die 8 Tugenden, für die du halt vorher Gott weiß was alles erledigt hast und überhaupt erst zum Avatar geworden bist, die lehnen die halt ab, propagieren stattdessen irgendeinen esoterischen Quatsch, ist also offensichtlich ein Seitenhieb auf Scientology. Und gerade wenn du halt die alten Ultimas gespielt hast, dann weißt du instinktiv, dass mit der Bande irgendwas total faul ist, aber du kannst es diesen ganzen Teflon-Pfaffen nicht nachweisen. Und es geht halt im ganzen Spiel mehr oder weniger erstmal darum, dass du eben diesem Killerpärchen, von dem du es gerade gesagt hast, auf die Schliche kommst und überhaupt rausfindest, was du eigentlich schon weißt, nämlich, dass mit denen irgendwas total nicht stimmt. Ja, und auch abseits der Handlung war es einfach eine sehr glaubwürdige Spielwelt. Die NPCs haben nachvollziehbare Tagesabläufe, sie gehen zum Essen in die Kneipe, machen morgens das Fenster auf, um zu lüften und so weiter und so fort. Man kann im Spiel natürlich Brot backen. Eine große Party kann einem buchstäblich das letzte Haar wegfressen, weil die einen Rucksack plündern. Und wenn man selber was stehlen will, dann finden es die Kumpels, die man dabei hat, gar nicht so okay. Ist also eines der ganz wenigen Spiele, in denen man die Welt tatsächlich retten will, weil sie es verdient und nicht, weil das Spiel sagt, rette die Welt. Für damalige Zeit war es schon großartig, wie die halt darauf reagieren, was du gerade machst. Also du läufst zum Beispiel mit denen irgendwo durch den Dungeon, plötzlich meldet sich Shamino und sagt dann sowas wie, ich habe aber Hunger. Und es kann einem auf Dauer natürlich schwer auf den Keks gehen, sorgt aber auch ein bisschen dafür, dass man sich mit der Party halt wesentlich verbundener fühlt, als man es zur damaligen Zeit in anderen Rollenspielen gemacht hat. Du musstest also auch gucken, dass du irgendwie auf dem Weg zum Dungeon, wenn einem dann zum Beispiel ein Reh über den Weg gelaufen ist, dass du das halt mal schnell umhaust, um an ein bisschen Fleisch dran zu kommen, für den Fall, dass Shamino im Dungeon mal wieder einfällt, dass er noch nicht genug gegessen hat. Und wenn du zum Beispiel was klauen wolltest, dann haben die immer gesagt, ist das wirklich tugendhaft, Avatar? Was einem auch ziemlich auf den Keks gehen konnte. Aber wenn du zum Beispiel zu viel und zu oft geklaut hast, dann haben sie deine Party einfach verlassen und haben gesagt, mit dir wollen sie nichts mehr zu tun haben. Das ist ja eigentlich schon mal ein Training, wenn man später Familie und Kinder hat, denn die haben ja auch ständig Hunger und quatschen dazwischen, wenn man irgendwas Wichtiges macht, wie klauen. An was ich mich auch noch super erinnern kann, war der Speichermanager, den Origin dabei mitgeliefert hat. Weil das Spiel so groß und aufwendig war, hat Origin halt einfach einen eigenen Software-Speichererweiterung produziert, für MS-DOS damals, und die haben die Voodoo genannt. Und das war ein Graus, dieses Spiel mit Voodoo zum Laufen zu kriegen, weil wenn du dir nicht explizit für dieses Spiel eine Bootdiskette damals gemacht hast, hattest du keine Chance, den Speicher freizukriegen, den du gebraucht hast, um es überhaupt zu laden. Es gab auch eine Erweiterung namens Forge of Virtue, die einen zweiten Weg gebracht hat, unter anderem Lord British zu töten, also den Herrscher von Britannia, und zwar mit dem Black Sword. Die erste Möglichkeit, ihn zu töten, war, zu einer bestimmten Uhrzeit auf eine Plakette zu klicken, wenn er gerade drunter stand. Wahnsinn, wer findet sowas raus? Weißt du eigentlich, was du bei Lord British gefunden hast, wenn du ihn umgebracht hast? Nein. Sein Testament. Und da geht daraus hervor, dass er eine Affäre mit dem Kindermädchen seines Schlosses hat. Ja, schau. Der alte Stelzbock. Ultima Underworld 2, The Labyrinth of Worlds 1993 ist für mich, ganz in aller Bescheidenheit gesagt, eines der besten Spiele, die jemals entwickelt wurden. In gerade mal 9 Monaten eigentlich gemacht, mit der aufgebohrten Engine des ersten Teils. Warren Spector ist diesmal von Anfang an mit dabei. Und jetzt hat es auch mal eine vernünftige Handlung. Es spielt nämlich nach Ultima 7. Der erste Teil war ja irgendwie so abgekoppelt von der Ultima-Serie. Jetzt spielt es ein Jahr nach Ultima 7. Der Guardian schließt das Schloss von Lord British in eine Blackrock-Kuppel ein, die man dann zerbrechen muss. Genau, und während du, also quasi als Avatar und der Lord British und sein kompletter Hofstaat quasi dort drin gefangen sind, sagt sich der Guardian, naja, da kann ich jetzt in aller Ruhe Britannia unterjochen. Das hat der Typ ja auch schon in Ultima 7 vorher gehabt. Um Britannia, beziehungsweise erstmal das Schloss zu retten und diese Blackrock-Kuppel zu zerstören, muss man in unterschiedliche Welten reisen. Ich glaube, 8 waren es an der Zahl. Und es war einfach so schön vielfältig, was man da alles machen konnte. Es gab zum Beispiel den Prison Tower, also den Gefängnisturm, in dem lauter Goblins waren. Und jetzt hatte man 2 Möglichkeiten, zu deren Häuptling zu kommen, mit dem man sprechen musste. Erstens, man redet sich durch, versucht sie zu überzeugen von den eigenen guten Absichten, oder man metzelt sie alle nieder. Ich sag jetzt mal an der Stelle nicht, was ich gemacht habe. Alle niedergemetzelt. Selbstverständlich. Klar. Oder es gab das Killon Keep, ein schwebendes Schloss, in dessen Keller Brain Creatures waren, also so komische Gehirnkreaturen. Und die konnte man niedermetzeln, dann ist das Schloss abgestürzt und die armen Menschen da drin sind alle gestorben. Das war nicht wichtig für die Handlung, man konnte es aber einfach machen. Und du hast es natürlich ganz aus Versehen gemacht. Ich wollte mal schauen, was passiert, wenn man die umbringt. Ich kann mich ja noch gut an die Welt erinnern, an diese Schneewelt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, wo Yetis rumgerannt sind, die dich mit Schneebällen beworfen haben. Und ich glaube, mir ist in meiner ganzen Computerspielkarriere kein Gegnertyp so auf den Keks gegangen, wie diese Yetis mit ihren Schneebällen.
Gehst um eine Ecke, fliegt dir ein Schneeball an den Kopf, nimmst auch noch massig Schaden. Mhm. Also ich sag mal, wenn das realistisch wäre, müsste es auf diversen Schulhöfen in Deutschland im Dezember irgendwie lauter Tote geben. Es stimmt aber tatsächlich, weil man ist ja auch noch ständig gerutscht in diesen Level. Richtig, man konnte ja nicht richtig gerade auslaufen. Das war anstrengend. Was aber auch nett war, es gab eine Parallelwelt, die so ein bisschen alienmäßig gemacht war, wo dann so komische Kreaturen des Guardian, also dieser bösen Macht, dann da rumsaßen, die so alienmäßig aussahen. Also auch da steckte einfach so viel drin, so viel Skurriles auch. Wenn man das heute einfach mit moderner Grafik nochmal neu auflegen würde, ich würde das immer noch lieben. Das Lustige ist ja, dass Looking Glass, also mittlerweile hießen die Entwickler so, die wollten ja ein Ultima Underworld 3 machen, aber Origin und EA haben es immer wieder abgelehnt, die haben das da ein paar Mal hingepitcht, also haben sich dann Looking Glass gesagt, na gut, machen wir halt System Shock, es war ja quasi ein Ultima Underworld im Weltraum. Danach haben ja die Arcane Studios aus Frankreich, die danach Dark Messiah of Might and Magic und Dishonored gemacht haben, ebenfalls vorgeschlagen, Ultima Underworld 3 zu entwickeln und wieder hat EA gesagt, das wollen wir nicht, also haben sie es dann in Arx Fatalis umgewandelt. Dann kommen wir jetzt, wie angekündigt, zum besten Ultima aller Zeiten, nämlich zu Ultima 7 Teil 2, das The Serpent Isle. Das beste Ultima aller Zeiten hatten wir gerade, es war Ultima Underworld 2. Nein, also Ultima 7 Teil 2 gilt nicht nur unter Fans und zwar völlig zu Recht als bestes Ultima aller Zeiten, sondern auch unter mir. Ah ja, ja. Okay. Mhm. Und das stimmt. Okay, das ist übrigens das erste Ultima, das seit Ultima 3 nicht in Britannia spielt, sondern auf der Serpent Isle. Dahin ist nämlich der Sektenguru Batlin geflüchtet nach den Ereignissen von Ultima 7 The Black Gate. Lustig fand ich allein schon die Prämisse vom Spiel, weil du bist ja am Anfang als Avatar mit deinen drei besten Kumpels, also Iolo, ich nenne ihn übrigens immer noch so, Shamino und Dupré, bist du quasi perfekt ausgerüstet zu dieser Serpent Isle gekommen. Mit den besten Waffen, den besten Rüstungen, die es in Ultima-Spielen bis dahin so gab. Und dann gerätst du gleich am Anfang in so einen magischen Sturm. Du findest dann später raus, dass diese ganze Insel von diesen Stürmen quasi heimgesucht wird. Und plötzlich sind deine ganzen Ausrüstungsgegenstände mit irgendwelchem Krempel aus der Spielwelt vertauscht. Also aus einem tollen Schwert wird dann irgendwie eine abgetrennte Hand, du hast irgendwie ein Pinguin-Ei. Und du verbringst dann einen erheblichen Teil des Spiels, vielfach auch ganz optional, wenn du deine Sachen wiederfinden willst, einfach damit rauszufinden, wo mein ganzes Zeug geblieben ist. Und wen hat das tierisch aufgeregt? Mich? Ja, mich auch. Ja, aber es war super. Nee, schrecklich. Doch, und Shamino macht dann auch so eine Liste, wo du dann nachvollziehen kannst, was du schon gefunden hast von deinem Kram und was du noch nicht gefunden hast und was du für seltsame Sachen im Inventar hast. Und die solltest du auch behalten, weil manchmal tauschen die Leute, die dann deinen Krempel haben, den Kram nur ein, wenn du ihnen wieder quasi ihre Sachen zurückgibst. Ah ja, interessant. Es war viel linearer als die Vorgänger. Die Welt ist nicht wirklich offen und die Handlung muss man tatsächlich in einer festgelegten Art und Weise absolvieren. Es verwendet aber auch die gleiche Engine wie Ultima 7, hat aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Nämlich es gab diese tollen Anziehpuppen, die für damalige Zeit absolut revolutionär waren. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn ich irgendwas zum Anziehen gefunden habe, musste ich es meinem Avatar anziehen und wenn es Strapse waren. War völlig egal, ich war der einzige Avatar, der da mit Strapsen rumgelaufen ist. Es gab Strapse in dem Spiel? Es gab Strapse in dem Spiel. Okay, naja, was auch immer. Mit Britannia fehlt dann zwar die liebgewonnene Spielwelt von früher, dafür gibt es auf der Serpent Isle aber viel Neues zu entdecken. Vor allem, was die Bewohner da so früher getrieben haben. Das wird nämlich zu einem sehr zentralen Bestandteil der Story. Die aktuellen Bewohner von dieser Insel sind in der Regel also Nachfahren von Flüchtlingen aus Britannia und die hassen Lord British, den nennen sie auch gerne mal Beast British, weil er so ein ruchloser Diktator ist, der seine Untertanen mit 8 Tugenden knechtet. Es gab dann auch eine Erweiterung namens The Silver Seed, die unter anderem ein paar coole Gegenstände eingeführt hat. Zum Beispiel einen Ring, mit dem man unendliche Zutaten für Zaubersprüche bekommen hat. Wah, Wahnsinn! Dummerweise war das Addon nie richtig zu Ende erzählt und mit der Story des Hauptspiels verknüpft, weil natürlich wer auf einen schnellen Release bestanden hat? Elizabeth und Abraham. Ja, genau. Führen wir das nicht weiter aus. Und das ist jetzt eine gute Überleitung auf das schlechteste Ultima aller Zeiten, nämlich Ultima 8 Pagan. Das ist nämlich das erste Ultima, auf das EA dann tatsächlich einen Einfluss hatte, einen kreativen Einfluss. Und schon geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Na, ja, ja und nein. Denn für mich ist das, also sagen wir es mal so, es hat nicht mehr viel mit den vorhergehenden Ultimas zu tun. Deswegen ist der Titel Ultima 8 eigentlich eine Frechheit für Fans der Serie, das verstehe ich. Andererseits war es jetzt eher darauf ausgelegt, dass man mit einem einzelnen Helden aus der isometrischen Perspektive durch die Welt zieht in Echtzeit und Monster verprügelt. Also für mich ist das im Prinzip sowas wie ein Proto-Diablo, wie das Diablo, bevor Diablo überhaupt erschien. Ja, aber es wäre trotzdem ungefähr so, als würde Game of Thrones in der 8. Staffel plötzlich eine Detektivserie werden. Das will dann halt keiner mehr haben. Wenn das eine gute Detektivserie ist, können wir darüber sprechen. Es war ja aber auf jeden Fall keine. Es war ja auch kein gutes Proto-Diablo. Erstmal wurde es ja mindestens 3 bis 4 Monate zu früh veröffentlicht. Das EA Marketing hat laut Richard Garriott darauf bestanden, dass ab jetzt jährlich ein neues Ultima entstehen muss, damit man verhindert, dass die Kunden dann zu einer anderen Reihe wechseln. Basiert irgendwie auf Konsolenerfahrungen, die EA damals mit den Madden-Spielen und so weiter gesammelt hat.
Und Garriott hat diesem, aus heutiger Sicht könnte man sagen, wahnwitzigen Plan dann ziemlich widerwillig zugestimmt, obwohl zwei Kontinente, die noch rein sollten, noch gar nicht fertig waren, so 30% der Story in dem Spiel gefehlt haben. Da gab es dann Plotlöcher von der Größe eines LKWs. Die Story dreht sich darum, dass der Avatar vom Guardian in eine neue Welt entführt wird, nach Pagan, auf eine Insel. Und die hat der Guardian mit Hilfe von 4 Titanen unterjocht. Und man muss jetzt im Spiel herausfinden, was mit diesen Titanen passiert ist. Man muss sie besiegen, weil sie irrtümlicherweise als Götter verehrt werden, um dann selbst die Kraft der Titanen zu bekommen als Avatar. Dabei fehlt aber komplett das, was Ultima eigentlich ausgemacht hat. Die Welt ist also viel kleiner, als das vorher war. Es gibt vergleichsweise wenige NPCs, die komplette Partymechanik haben sie gestrichen. Es kamen ziemlich frustrierende Jump'n'Run-Einlagen dazu. Die wurden dann später durch einen Patch entschärft. Konnten aber trotzdem fürchterlich auf Keks gehen. Und natürlich so ein Hack-and-Slay-Kampfsystem. Deswegen sprichst du halt von dem Ur-Diablo. Ja, genau. Das Covermotiv war übrigens ein Pentagramm, das auch intern beim Entwickler für einen ordentlichen Shitstorm gesorgt hat. Denn Garriott sagt heute, dass Mitarbeiter das Studio verlassen haben, weil das Motiv ihre religiösen Gefühle verletzt hat. Und natürlich gab es wieder die üblichen externen Proteste. Walmart zum Beispiel, eine amerikanische Handelskette, wollte das Spiel gar nicht erst ins Sortiment nehmen, weil da das böse Pentagramm drauf war. Da muss man allerdings dazu sagen, auch wenn das aus unserer Sicht jetzt natürlich ziemlich albern wirkt, so darauf zu reagieren, in den USA ist das relativ weit verbreitet zu glauben, dass man sich eben mit der Darstellung eines Pentagramms sozusagen dem Teufel Tür und Tor in sein eigenes Leben öffnet. Dem Teufel wirklich Tür und Tor geöffnet hat dann allerdings Electronic Arts, als es die Erweiterung The Lost Whale, die schon fertiggestellt und auf dem Weg ins Presswerk war, eingestampft hat, weil sich das Spiel so schlecht verkauft hat. Und womit hat sich so schlecht verkauft? Na, nicht mit Recht. Doch. Ja, nee, ich fand es schon. Ich fand's nett. Komplett mit Recht. Ich hab's nicht bereut, das zu spielen. Der einzig coole Moment in diesem ganzen Scheißspiel war, wenn du ganz am Ende zurück nach Britannia gekommen bist, nur um zu sehen, dass der Guardian das Land inzwischen erobert hat. Für mich nicht, denn danach kam ja leider Ultima 9. Sie hätten's dabei belassen sollen. Bevor wir jetzt aber zu Ultima 9 kommen, kommen wir zu Ultima Online. Und das hat auch eine echt interessante Entstehungsgeschichte, wie ich finde. Denn der Garriott wollte jahrelang ein Ultima MMO machen. Aber EA hat jedes Mal gesagt, nee, sorry, dafür gibt's keinen Markt. Was wollen wir denn mit sowas und so weiter. Und schließlich musste er beim damaligen EA-Chef, nämlich Larry Probst, so lange betteln, bis ihm der Probst bewilligt hat, $250.000 zu nehmen, um einfach mal einen Prototypen zu bauen. Wurde aber dann tatsächlich sehr erfolgreich. Zunächst haben sie mal Demos verschickt für $5 an interessierte Beta-Tester. 50.000 Spieler haben sich dann angemeldet. Quasi über Nacht wurde Ultima Online so vom EA-Stiefkind, kann man sagen, zu einem der wichtigsten Spiele des Publishers. Ultima Online war auch das erste Rollenspiel, das über 100.000 Abonnenten hatte. Später wurden es bis zu 250.000. Für heutige World of Warcraft-Millionen ist das jetzt nicht mehr so eindrucksvoll. Damals war es aber geradezu unvorstellbar. Ebenso unvorstellbar aus heutiger Sicht ist, wie das Spielprinzip zumindest in der Anfangszeit funktioniert hat, nämlich, dass diese komplette spielerische Freiheit, die Ultima-Serie ausgemacht hat, größtenteils beibehalten worden ist. Also wenn du zum Beispiel aus der Stadt rausgegangen bist, dann konnte es einfach passieren, dass dir ein Player-Killer über den Weg gelaufen ist, dich umgehauen hat, dein ganzes Zeug genommen hat und selbst wenn du dafür Monate gespielt hast, das war halt weg. Ganz schön krass. Auch das Skillsystem war insofern realistisch angehaucht, weil, wie in der Elder Scrolls-Serie, Fähigkeiten dadurch aufsteigen, dass man sie verwendet. Deshalb gab es in Ultima Online schnell Milliarden, also ein bisschen übertrieben, aber sehr, sehr viele Bots, die einfach immer wieder das Gleiche gemacht haben für einen, damit die Fähigkeit besser wurde. Zum Beispiel stundenlang auf eine Strohpuppe eingedroschen, damit der Schwertskill besser wurde. Das Witzige an der Geschichte war, dass zu der Zeit, wo ich damals Ultima Online selber gespielt habe, musste man noch vorsichtig sein, diese Bots oder diese externen Programme zu benutzen. Weil, wenn einen Game Master gefragt hätte, der sich einfach neben dich teleportiert hätte und hätte dich angesprochen und du hättest nicht antworten können, dann hätten die gemerkt, okay, der benutzt eins von diesen externen Tools. Aber irgendwann wurde Origin dieser ganzen Plage, um es jetzt mal so zu formulieren, nicht mehr her. Und seitdem sind einige von diesen externen Programmen halt auch erlaubt. Ja, super. Inzwischen läuft Ultima Online seit über 15 Jahren. Es gibt 8 Erweiterungen. 2001 wurde sogar ein 3D-Client eingeführt. Und wie es halt nun mal ist, wenn man sieht, ein Spiel ist erfolgreich, dann macht man gleich noch mehr davon. Deswegen hat Origin gesagt, dann machen wir doch gleich noch ein Wing Commander Online. Da hat EA dann aber auch gemeint, nee, vielleicht lieber ein Ultima Online 2. Aber Garriott und Co. haben dann gesagt, dass das so kurz nach dem Start von Ultima Online 1 jetzt vielleicht keine so gute Idee ist. Das Team von Wing Commander Online ging dann aber zu Sony, um dort Star Wars Galaxies zu machen. Also haben sie Ultima Online 2 trotzdem entwickelt und später in Ultima Worlds Online Origin umbenannt. Ein selten dämlicher Titel. 2001 wurde es schließlich komplett eingestellt, als sie alle gemerkt haben, was das für ein kompletter Quatsch ist.
Quark war. Die haben ja nicht nur bemerkt, dass es alles totaler Quark war. Die Begründung war ja, nee, wir können ja kein Ultima Online 2 machen, damit kannibalisieren wir ja Ultima Online 1. Und da standen halt Garrett und sein Team da und sagt, genau das haben wir euch gesagt, als wir Wing Commander Online machen wollten. Ja, der Schnellmerkerpreis geht an Electronic Arts. So, und jetzt musst du mir mal erzählen, was du an Ultima 9 Ascension so katastrophal findest. Und bevor du das tust, möchte ich einwenden, dass das keinen guten Ruf hat, das Spiel. Aber im Vergleich zu Ultima 8, was echt ein Quantensprung ist, ist natürlich kein Ultima 7 mehr, aber es ist längst nicht so mies wie Ultima 8. Ja, weißt du, was es schlechter gemacht hat? Es lief nicht. Es lief nur auf Rechnern mit Voodoo-Karten und ich kannte damals ungefähr null Menschen in meinem Freundeskreis, die eine Voodoo-Karte haben, mich selbst eingeschlossen. Ich habe mir damals eine Voodoo-Karte gekauft für Ultima 9. Ja, aber kein Geld für sowas. Und das, finde ich, ist das größte Verbrechen, das Ultima 9 begangen hat. Das Spiel war an sich wegweisend. Aber die Technik war einfach so unausgereift und das Spiel so fehlerhaft, dass es ein Verbrechen war. Dafür kann allerdings wahrscheinlich Garrett jetzt zum Beispiel oder Origin im Allgemeinen relativ wenig, weil das wieder mal der typische Fall war, EA wollte rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in Läden stehen haben. Ach, EA. Interessant bei Ultima 9 ist auch wieder eine Entwicklungsgeschichte. Das ist bei den Ultimas, zieht sich das quasi so wie ein roter Faden ein bisschen durch. Die hängt nämlich eng mit der Entwicklungsgeschichte von Ultima Online, wovon wir es gerade hatten, zusammen, denn beide wurden eine Zeit lang parallel entwickelt. Und als EA dann plötzlich gemerkt hat, huch, Ultima Online könnte ja tatsächlich ein kommerzieller Erfolg werden, sind sie also Garrett gegangen, haben gesagt, Garrett, wir brauchen ein komplettes Ultima 9 Team, das muss sofort zu Ultima Online, damit das rechtzeitig fertig wird. Daraufhin hat Garrett gesagt, Moment mal, wenn ich euch jetzt mein komplettes Ultima 9 Team gebe, dann sagt ihr, nachdem Ultima Online fertig ist, ach, die machen jetzt weiter an Ultima Online, damit machen wir am meisten Kohle. Daraufhin hat EA gesagt, nein, nein, wir machen jetzt einen Deal. Du gibst uns dein Ultima 9 Team und du kriegst es dann wieder, wenn es fertig ist. Was ist passiert? Ultima Online wurde fertig, wurde ein riesen kommerzieller Erfolg. Der Garrett hat gesagt, super, jetzt können wir Ultima 9 machen. Und was sagt ihr? Nee, nee. Macht mal lieber weiter Ultima Online. Nun ja. Die Story von Ultima 9 dreht sich darum, dass man die Schreine der Tugenden reinigen muss, die vom Guardian verseucht wurden. Das ist aber ziemlich banal. Im Internet kursiert dann aber der sogenannte Bob White-Plot, benannt nach dem ursprünglichen Lead-Designer des Spiels, der viel komplexer war. Die Geschichte war also ursprünglich viel interessanter und vielschichtiger geplant, als sie letztlich im Spiel umgesetzt wurde. Was ebenfalls noch extrem viele Leute, mich übrigens eingeschlossen, gestört hat an dem Ganzen, ist, dass es so viele Ungereimtheiten in der ganzen Spielwelt, in der ganzen Story, was die ganze Vorgeschichte angeht. Ich kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, dass ich irgendwann in mein Quest-Tagebuch reingeguckt habe und mein Avatar da irgendwas reingeschrieben hat, aus dem man richtig rauslesen könnte, dass der Avatar keine Ahnung hat, was die Isle of the Avatar ist. Und es ist ja nur der Ort, an dem er in Ultima 4 überhaupt erst zum Avatar geworden ist. Und er tut halt, bevor das später dann rausgepatcht wurde, tut er in der ursprünglichen Version halt so, als sei er da noch nie gewesen und habe überhaupt keine Ahnung, was diese Insel, die nach ihm benannt ist, überhaupt ist. Unglaublich durchdacht. Ja, nach Ultima 9 hat EA dann das Origin-Team dann auch de facto dicht gemacht. Plus die Ultima Online-Abteilung, die blieb bestehen, weil die bringt ja Geld. Garrett allerdings hat das Unternehmen verlassen und flog dann ein paar Jahre später ein bisschen im Weltraum rum. Was ich an der Stelle aber noch anmerken möchte, ist, dass Ultima 9 so in der heutigen Zeit echt einen schlechteren Ruf genießt, als es in Ultima 8 zum Beispiel tut. Dadurch, dass es ja eigentlich wieder so ein Back-to-the-Roots-Ultima werden sollte, das Garrett immer wieder angekündigt hat, das wird wieder so wie Ultima 7 und das wurde dann halt nicht wie Ultima 7. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass irgendwie Britain, also die Hauptstadt Britannias, bestand bei Ultima 9 irgendwie aus 3 oder 4 Häusern. Und das Spiel hat dadurch so eine hohe Fallhöhe bekommen, dass als es dann tatsächlich nicht ganz so cool wurde, es am Ende einen viel schlechteren Ruf abgekriegt hat, als es den eigentlich verdient. Es war schon ein gutes Rollenspiel, es war halt kein Ultima 7 mehr. Ja, leider. Und damit wäre auch der große Bösewicht ausgemacht der ganzen Ultima-Geschichte, nämlich Electronic Arts. Die halt leider zu viele Spiele zu früh in den Markt getrieben und damit schlechter haben erscheinen lassen, als sie es tatsächlich hätten müssen. Wobei man an der Stelle vielleicht noch anmerken sollte, dass wenn man heute jetzt zum Beispiel mit Richard Garriott redet, er nicht derjenige ist, der sagt, EA hat mir alles kaputt gemacht, sondern der halt sagt, er war damals so naiv, um zu glauben, dass was EA ihm dann sagt, wie du musst jährlich ein Ultima veröffentlichen und so weiter, dass die wüssten, wovon sie reden. Und heute sagt die hatten keine Ahnung. Kurz sah es ja dann tatsächlich mal so aus, als würde Electronic Arts die Serie wiederbeleben. Das war so um 2004 rum, als Ultima X, also 10 quasi, Odyssey angekündigt wurde. Das sollte dann, trotz dieses Titels, also Ultima 10, sollte es trotzdem ein reines MMO werden. Es war also quasi Ultima Online 2 Teil 2. Aha, okay. Und ging dann natürlich genauso aus wie Ultima Online 2 Teil 1. Nämlich, EA hat festgestellt, wenn wir das machen, nehmen wir uns ja die Spieler von Ultima Online weg, also stellen wir es lieber wieder ein. Ach,
Die Story sollte direkt nach Ultima 9 ansetzen und im Unterbewusstsein des Avatars spielen. Naja, ist ja logisch, wo denn sonst? Geplant war außerdem ein dynamisches Kampfsystem. Das wäre damals Novum gewesen im MMO-Genre. Das blieb dann auch für sehr lange Zeit der letzte ernsthafte Versuch, so ein richtiges altmodisches Ultima-Spiel zu machen. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel, es gab dann Lord of Ultima, das war so ein bisschen ein Browser-Spiel, womit man dann so ein bisschen die Lizenz ausgeschlachtet hat. Und jetzt geht Richard Garriott halt nach 14 Jahren wieder hin und macht mit Shroud of the Avatar so eine Art geistigen Nachfolger. Ja, mal schauen, ob er damit an seine Glanzzeiten anknüpfen kann, denn Ultima ist tatsächlich, das muss man so sagen, eine der, wenn nicht sogar die größte Rollenspielserie aller Zeiten. Sagt auch Aiolo.